ist ein Kinokomplex, wie ihr gerade gesehen habt. Direkt daneben ist die ICFG. Du siehst hier den Eingang, im Moment war schon zwei Gottesdienste, machen heute Morgen 9:30 Uhr, 11 Uhr durfte ich predigen. Heute Abend, 19 Uhr, ist der nächste Gottesdienst, jetzt gerade eine Pause, ist nichts los, wir können uns die Räumlichkeit mal angucken. Komm mal mit. Wir stehen hier im ersten Foyer, das ist der Eingangsbereich. Auf der einen Seite ist gleich die Eventhalle und weiter oben ist die Lounge, wir gehen mal Richtung Eventhalle. Das ist der Patrick, der Leiter vom Music-Bereich im ISF Mittelland. Und Patrick, meine Frage ist an dich, was motiviert dich gerade, deinen Job hier zu machen? Vollgas geben. Hallo ISF München. Was mich momentan sehr motiviert ist, in diesem Jahr haben sich so viele Bandmitglieder, die schon damit dabei sind, entschieden, noch ein bisschen mehr zu geben. Die letzten drei Monate sind sicher fünf Musiker zu mir gekommen und haben gesagt, ich möchte mehr geben, hast du was für mich? Und momentan muss ich mir überlegen, wo kann ich sie einsetzen? Also plötzlich haben wir Ressourcen, um neue Projekte zu starten, um andere Musiker zu fördern, um vielleicht in den Youth Planet oder in den Kinderexpress und für Kinderarbeit zu investieren. Und das ist momentan für mich mein Problem. Youth Planet, das ist Jugendarbeit, und andererseits Location, Irini, zwei verschiedene Städte. Und da haben wir heute Hour of Power, das heißt so ein Meeting mit interessierten Leuten. Was motiviert dich hier, Kirche zu bauen, Mittelland? Ich sehe viele Leute ein Potenzial, das in ihnen steckt. Das begeistert mich zu sehen, wie Leute das beginnen zu entdecken und einzusetzen. Ja. Auf der Bühne vom ISF Mittelland, das ist mir große Ehre, den Senior Pastor vom ISF Mittelland, Philipp Sternborn, neben mir zu haben. Er ist ein großes Vorbild für mich. Und Philipp, ich wollte dich mal fragen, was motiviert dich gerade ganz besonders, hier Mittelland Gas und die Kirche zu gestalten? Ja, erstens mal hallo München. Ich vermisse euch unglaublich. Ihr seid so eine geile Church. Mich motiviert, Tobi heute hier zu haben. Nein, das natürlich sowieso. Aber was mich eigentlich motiviert, es kommt jetzt dann Weihnachtszeit. Wir haben auch das Musical hier bei uns. Und wir machen auch selbst eine Geschichte, die Christmas Experience, gehen auf Tour in verschiedene Städte, wo wir Locations starten. Mich motiviert, es kommt jetzt eine Zeit, wo Hunderte und Tausende von Menschen in die Kirche kommen. Und ich bin gespannt, was Gott alles macht. Ich glaube, da werden Dutzende, Hunderte Menschen zum Glauben kommen und unseren genialen Gott kennenlernen, Weihnachten verstehen. Und die Kirche, auch ISF München, wird nach diesen Events, nach euren Weihnachten, nicht mehr dieselbe sein. Ich wünsche euch Gottes Segen und ich wünsche euch, dass ihr diese Stadt rockt, denn die ist viel zu geil. Die braucht einfach eine geile Church in ihrer Zeit und möge eure Church wachsen. Und mögt ihr eine neue Location bekommen, dass ihr unlimitiert wachsen könnt. Das motiviert mich.